Und servus liebe Leute, willkommen zurück wieder bei Witcher 3 und beim Gwent Run auf Pussy-Modus. Gerade mal Stufe 3, macht aber nichts. Wir haben jetzt hier ja zwei Hauptquests, die wir machen können, müssen, wie auch immer. Dahin ist das nächste Ziel, trifft sich sehr gut, weil hier ist auch ein Anschlagbrett. Das heißt, gehen wir natürlich jetzt da auch sofort hin. Und dann schauen wir da mal noch, wie es weitergeht. Ich muss natürlich, oder kann natürlich hier das Ganze jetzt so weit voranpushen, wie ich das brauche, damit ich hier zu den zusätzlichen Quests komme, wo ich dann tierisch aufpassen muss, dass ich da nichts verkacke, weil sonst verpasse ich wieder eine Karte oder zwei, drei. So, deswegen gehen wir jetzt einfach mal instant dahin, wo wir hin müssen. Der zeigt auch komische Routen hier an. Tollbrücke, aha. Hä? Aha. Ich glaube, die habe ich beim Außenrun gar nicht gesehen, ne? Die Tollbrücke. Das hat mir nämlich irgendwie jetzt gerade spontan mal nichts. Aber macht auch nichts. So. Sehen wir ratzfatz jetzt. Naja, dahin. Wenn ich nicht an jedem Baum hängen bleiben würde. Jetzt hier wieder. So. Was sind so die wichtigsten Stellen, die man eventuell findet? Lol. Ja. Gut. Dann halt. Ach, guck mal an. So, da sind wir ja schon mal richtig. Rede mit der Hexe in der Hütte. Ja, den kennen wir ja wohl, ne? Wo ist sie denn hin? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Eine gewöhnliche Kerze. Ja, sehr schön. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Ist das auch nichts? Genau, das war, glaube ich, dann da unten im Keller. Na? Rennen geht wohl jetzt nicht mehr, schade. So. Wurst. So, was haben wir jetzt hier nochmal alles? Ja, nehmen wir es einfach mal mit. Irgendwas war doch hier. Nur die Frage ist nochmal was. Irgendwas habe ich jetzt hier nicht, was ich aber theoretisch brauche. Doch nochmal hoch. Wie war denn das? Ah, hier. Der Kreis. Ein Pentagramm aus Kreide. Jo, das hier war das. Betritt das Portal. Alles klar, zack. Dadurch. Finde die Hexe. Genau, da sind wir richtig. So, so. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Jupp, das machen wir auch. Die triggern natürlich dann auch schlussendlich diese Quest, die ich dann benötige, die dann verpassbar ist. Also die Quintkarten. Sei gegrüßt, Hexer. Servus. So, perfekt. Da ist sie ja. Überspringen wir mal hier das alles. So. Genau. So wie war sein Name, genau. Weil hier alles durchbashen. Legen wir gleich mal los hier. Mit der Quest. Mit der Kira. Gut, habe ich sogar die richtige Aussage gleich getroffen. Finde ich gut. Weil die Hauptquest ist ja hier zwei oder drei gesplittet, irgendwie sowas. So, wenn ich das hier mit der. Ach, Stufe 4, nice. Mit der Kira dann schon mal rum hab. Dann. Erleichtert es natürlich einiges. Aber Level Up hatten wir. Das heißt, werde ich das natürlich auch gleich mal nutzen. Ja. Doch. Nehmen wir gleich mal noch das hier wieder mit. Schmeißen wir auch wirklich hier rein. Na los! Ja, ja.
So, neue Quest war nur im Dunkeln. Das ist natürlich jetzt noch erstmal noch eine Quest, die ich nicht benötige. Also, wo ich nichts verpassen kann. Die Welt. Einen. Kannst du. Teleport. Beeil dich. Genau. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. So, schauen wir gleich mal, weil natürlich jetzt hier auch wieder so ein bisschen längere Quest. Aber wenn ich alles überspringen, dürfte das eigentlich gut funktionieren. Fertig. So, perfekt. Ab dadurch. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayla ist. No, nice. Ein Crit. Perfekt. So. Jetzt sind die Hexen in einem Kira wieder zu finden. Ja, den brauche ich eigentlich nicht, weil ich weiß ja wohin. Die Truhe da unten nehmen wir natürlich nochmal mit, wenn wir schon da drüber jetzt schwimmen. Ja. Präzisionsbolzen. Blapp, 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 blapp. Ich glaube, die zweite oder dritte Quest war das mit ihr, die für mich interessant ist. So. Oh. Hörst du auf. Hä? Endlich. So. Genau. Da hinten muss ich lang. Zumindest bin ich da auch so beim letzten Mal gelaufen. Mit diesem dämlichen Gift hier. So, die ist hier, ne? Lilat, geh ab! Lilat! Geralt! Ja, genau, die Ratten. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Mit Hilfe von Zeichen oder Bomben? Mach sie weg! Machen wir es halt so, ne? Ja, Budget. Danke. Gut. Hast du solche? Nein. Hier ist, und wenn das haben wir es auch. Bei uns. Aber wenn der. Na gut, es gibt. So. Vella Glan. Erkunde die Elfenruinen, genau. Tassen. Was war? Na. Die Nase. Ja. Bitte. Ja. So, weiter geht's. Vor den Schwalbensymbolen. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein? Vorsicht, der grünliche gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Kugel auf so. Hey. Wie mir hat sie mal erzählt, dass er ihn auch verloren hat. Und dann? Na. Ja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern. Komm, weiter. Ach da. Wusste ich, dass sie doch irgendwo sein muss. So, kommt die jetzt noch her oder was macht die jetzt da? So. Das dürfte es gewesen sein. Ja. So, scheiße, so ein Brot rein. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. So, alle Klärchen. Zack. Weiter, weiter. Genau, das ist natürlich so nicht, wo ich da mehr oder weniger runter muss. Wie die andere Säule mit der Projektion. Wollte ich gerade sagen, hä? Hallo?
Hinweise auf Ciris Pferd Kelpie. Kelpie. Ja, das ist ja da, ne? Also, da war ja nur Wasser. Fletsch. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. So. Einmal hier runter. Genau. Passt. Kelp hier. Hä? Habe ich jetzt gerade irgendwas verpasst? Halt, nochmal. Ups. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Ah, jetzt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Schau, sie gehen auf. Ja, perfekt. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein. So, Moment. Meine ich gerade mal das hier. Also wieder full live. In einem Stück wieder raus. Und da fragen sich die Leute, glaube, warum das Teleporter hast. Eine Schwalbe. Es hat geklappt. Perfekt. Wurde gleich instant reingezogen. Vella Glan. Ah ja, genau. Ist ja so still geworden. Da ist der Golem. Hoppala. Ich wollte eigentlich gerade das hier. Nice. Na. Fetch, fetch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, erkundet die Ruine weiter. Vor den Schwalbensymbolen. Endlich. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch. So, hier links, da. So. Deine Intuition ist ein Feind. Noch eine Schwalbe. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du denn? So, und nächste Portal. Ich glaube, das müsste ja hier mit Ciri, Quatsch, mit ihrer Kira Metz, müsste das hier eine lebenswichtige Angelegenheit gewesen sein. Und genau da sind auch die verpassbaren Teile. Vella Glan. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Sure. Naja, genau. Wo ich ja dann hier gegen den Typen da wieder kämpfen muss. Zum Bleistift. Ja. La 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 la. So. Ja. Was genau. Ist das? Pass mal die Hunde. Stimmt. Daria Nanoi. Platsch. Fertig. Alles klar. So, dann machen wir hier das Dealer zu. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung. So, guck mal her, ja. Hallo. Da, Nummer 1. Zwei. Komm her jetzt. Du auch. Mist. Na komm. Ach, Bewegung. Na also.
Richtig. Patsch. Ein Portal down. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Dip, 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 dip. Ja, wenn du halt als irgendwas geht, dann ist das ja liegen. Völlig Hupe. So, der nächste. Ja, so getriggerte Events sind natürlich hier mehr oder weniger so eine Sache für sich, ne? Weil überspringen ist natürlich da nicht. Und ich muss die Quest hier machen. Zum einen, das war hier wegen der Hauptstory für die Ciri. Ja, und natürlich hier, dass ich hier die Folge-Quests drücken kann. Na los, Traban. Ja, danke. Okay. Ja, und tschüss. Ja. Yep. So. Quest aktualisiert. Ohne welchen. Ja, danach kommt dann nur noch der Obermacker. Dann war es das, glaube ich, auch schon mit der Quest hier. Na komm. So, ist das schon der letzte oder was? Ne, da ist noch einer. Okay, alles klar. Na, jetzt ab. Ja. Es hat funktioniert. Aha, super, ne? Perfekt. So. Wird mir. Folge Kira. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Jupp, dann mach das mal. Vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, yep, machen wir halbwegs auch. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Jupp. Ja, mhm. Gerard, bleib. Hör auf. Ja, das ist ja nochmal. Ah, machen wir das so. Gerald, sieh nur, er öffnet eine Passage. Ruhig, konzentrier dich. Und der wilden Jagd. Nochmal, da wollte ich jetzt auch gar nicht hin. Naja, alles ein Roger. Nicht schlecht. Quatsch. Und tschüss. Alle klar. Alles in Ordnung? Ja klar. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. So. Genau. Da war hier schon mal was, dass ihr. Sehen wir uns die Nachricht an.
Na. Mist. Ist wohl. Sie haben. Aber das. Na. Aha. Die Buckel. Okay. Arbeit. Du kennst. Getroffen. Darin. Oh, ist einfach mal so. Alles mal durchballern. Wie viel? So, die Hexen. Genau. Nimm dir. Guter. So, jetzt zahl. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Aha. Genau. Sie ist mit Zeug. Was? Das so, das ist auch wieder magische Item hier. Aber hier hinten war noch eine kurze Truhe. Scheinbar noch plündern. Genau, die hier. Na ja, toll. Eine Illusion. So, dann lösen wir die Illusion ratzifatzi auf. Einfach, nicht? Ja, sehr einfach. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. So. Warte, Lärm, wenn ich ja. Ja. Wunderbar. So, das müssen wir nämlich, glaube ich, machen, so Eddie es noch weiß. Hier finden wir bestimmt etwas. Level up, sehr schön, machen wir auch noch gleich mit. Na, schaffen wir das jetzt auf. So. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Ach ja. Da war ja was. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift? Gib mir einen Augen. So, wie war das jetzt nochmal? Na gut. Vier Wächter. Der erste, ja, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wieder zu... Na? So. Ja, das jetzt hier. Das war der mit seinem Tier. Ich glaube, das hier war doch der erste. So, dann war das hier der zweite. Doch nicht. Mist. So, nochmal. Also. Hier eins. Dann war es der hier. Was haben wir wohl falsch gemacht? Auch nicht. Dann die Axt. So. Gut, ich meine, so kann ich natürlich meine EPs auch hochfarmen. Was haben wir wohl falsch gemacht? Villa Glas ist aus. Mei, oh mei. Nimm dies. Richtig. Also, nochmal. Eins. Der ist falsch, der ist falsch, der ist falsch, oder was? Gibt's jetzt nicht. So, wenn ich jetzt mit dem hier zum Beispiel anfange, geht das? Ne, geht sofort aus. Okay. Definitiv doch der hier. Und was haben wir wohl falsch gemacht? Villa Glan. Hä? Ach nee, fuck. Och Mann. Wie war das jetzt nochmal? Stirb! So, Nummer 1. Villa Glan. Hä? Jetzt. Na, geht doch. Was ich mit dem hier dann? Gerade ist was passiert. Genau, das passt. Hinter der Wand da. Ah, scheiße. Ah, naja, so wie ich es immer die Reihenfolge. Thank you.
So, also. Dann ist es der hier. Vella Glar. Na. So. Dann der hier. Dann der. Jo, passt. Endlich. Und das. Es hat funktioniert. Wessen Grab? Genau. Eiwandfrei. Ich kann die meisten. Fehler. Da hat sie ihr Lämpchen. Kavalleriehose, ist sie zufälligerweise besser? Ja. Yep. So, sonst haben wir ja nach wie vor nur Müll, ne? Ja. Alles klar. Finaler Weg zur Oberfläche. Raus hier. Dip. Gehen wir. Eine Illusion. Richtig. Flop. Und der Ausgang. Genau, passt. Wunderbar. Puh. Gehst du in den Buckel so? Ich weiß nicht, ob sie. Geralt, es gibt. Warte mal. Ich hab dich immer zu letzteren. Ich suche dich mal, klar, alles klar. Bis da. So, perfekt. Genau, das wollte ich jetzt nämlich, weil jetzt durfte ich dann auch die Nebenquest da dafür haben. Schauen. Genau, da hat sie ja das hier jetzt mit der hier erweitert. Lies die Rennen des Waldes. Na, genau, machen wir das auch mal noch gleich. So. Ja, irgendwo ein Buckelsumpf. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Sondern. Ja, Einladung von Kira Metz. Genau. Das wird man sicher als nächstes auch angehen. Bevor ich das wieder vergesse. Oder verkacke oder wie auch immer. So. Wo war denn jetzt die gute Dame? Da oben. Ja. Dann gehen wir halt erstmal dahin. In die Richtung. Na, geht noch nicht, schade. Immer noch nicht. Jetzt. Wo ist er? Da. So, schauen wir mal. Wenn wir jetzt am schnellsten hinkommen. Och nee. Hau ab. Totenkopf. Oho. Ganz böse. Dip. Jupp. Moment. Ich glaube hier nicht, dass ich jetzt hier rüberkomme, oder? Nee. Ich muss eher mich links halten. Weil da ist ja logischerweise auch die Stadt mit dem Anschlagbrett. Und da in der Stadt dürfen eigentlich auch nur so ein, zwei Quinn-Spieler sein, die man da eventuell dann herausfordern kann. Na. So. Ja, das kommt hin. Das passt. Fällt kein Ausdauer mehr. Toll. Jetzt auch. Neue Markierung Mittelhain. Alle klar. So, da ist die Anschlagtafel und auch gleich ein Händler. So, die nehmen wir jetzt mal einfach alle an. Fuck. So, der Händler. Flapp. Kann man drauf anhauen? Nein. Halt, was wir gucken, ob der zufälligerweise Karten hat. Ja, drei Stück. So, das ist jetzt nur interessant, ob ich die jetzt schon gehabt habe oder nicht. Nördliche Königreiche, gottverdammte Infanterie, das durfte ich eigentlich haben. Ja, habe ich auch. Gut, brauchen wir die also nicht. Drachenjäger von Krinwied. Den habe ich. Habe ich. Okay, dann schaltet der auch aus. Mordeisen, Kaiserreich Nilfgaard. Nilfgaard. So, hier hast du jetzt nochmal Mordeisen. Den habe ich nicht. Alles klar, dann holen wir uns definitiv den da.
dass wir den auch haben. Kurz mal wieder auf meiner tollen Liste abhaken. Mordeisen. Das war... Ja, da. So, perfekt. Eine Karte mehr in Richtung Trophy. Oder Trophies, genauer gesagt. So, dann können wir jetzt auch das hier machen. Ja, passt schon. So, eine Partie machen wir noch. Nee, nicht Monster. So, nördliche. Na, da haben wir ja Gott verdammt den Vertrieb. Rausgeschmissen extra. Naja. Hau mal an. Oh, gegen Monster. Okay. So, finde ist schon mal gut. Redanischer Fußsoldat. Na, die haben wir weg. Jawohl, den auch. Alle klar. So, sind natürlich keine Spezialfähigkeiten. Macht aber nichts, klatsch mich aus meiner Acht raus. Die Mumie. So, dann machen wir jetzt ein Zweier. Boah, ist auch ein starkes Deck, was der hat. So, jetzt mache ich es dann einfach mal. Ne, Moment, das hier war für einen Kampf. Hat er nichts. Egal, dann machen wir so. Der passt. Ja, was soll's, mache ich das auch. Was? Aha. Ja, lol. Das ist ja unfair. Krass. Necker. Ja, lol. Lol. Na denn. Ekima. Ich glaube jetzt mal stark nicht, dass ich das gewinnen werde. Ah ja, der starke Viecher. Wahnsinn. Ja, was soll's, machen wir jetzt einfach mal noch so. Kann ich nur hoffen, dass er jetzt keine gescheiten Karten mehr hat. Toll. Belagerungskarten. Fünf. Ne. Also wenn er jetzt echt keinen Müll mehr auf der Hand hat. Habe ich schon verloren, alles klar. Ja. So. Machen wir nochmal. Ich brauche bessere Karten. Ein Amulett! Bitte! Machen wir es jetzt aber gleich so. Spielen wir. Gibt's jetzt nicht. So, los. Clearen die Kälte. Gut, einmal kann definitiv dann weg. Ja, das machen wir weg. Ah, nice. Ein Spion haben wir. Das ist gut. So. Dann machen wir doch direkt den hier. Bitteschön. Oh geil, ein Einser. Der passt. Der hat 6, ne? Ja, machen wir es jetzt einfach so. Und tschüss, Sieg. Perfekt. Also da meine auch da. Ja, ich bin im Zug, alles klar. Zack. Der Vielgeborene. So, die Heilerin spielt natürlich erst ganz zum Schluss. Die sind echt auch so stark hier, die Karten von dem. 5, 4, 5.
Ich jetzt mal mit Absicht nur den Einser hier. 5, krass. Warte mal, das war doch hier. Nahkampfkarten. Hehe. So, tschüss. 5 gegen 18, Digga. Machte das mal. Ach nö. Langweilig. Gut. Das ist jetzt die Verarsche. Dann halt so. Das ist jetzt echt doof. Oh, wieso, by the way? Hä? Warte mal, ich habe jetzt noch 4. Ja. Bullshit. Vierer bei dem da. Alter, das ist echt krass hier. Dem seine Einheiten. So, jetzt was nochmal. Feldkampf. Aha. Okay. So, die Heilerin da ist mein Joker. Ja. So, die kommt jetzt auch. Und holt am besten das hier. Zack. So, Pussy. Feierabend. Puh, nice. Gewonnen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schließen. Und welche Karte haben wir jetzt bekommen? Asiri war. Oh Gott. Das kann ich ja wieder nicht merken hier. Da ist sie nicht. Ah, da war die Mutter, da hieß er ja. Nilfgaard, Asire war Anahit. Gut, die haben wir auch noch nicht gehabt, sonst würde da jetzt 2 stehen. Ja. Da ist ja auch, wenn ich die Karte hier auch abhaken auf meiner ganz tollen Liste. So, eine mehr. Perfekt. So, jetzt muss ich aber gerade mal kurz gucken, wo ich jetzt hier eigentlich bin. Mittelhain. Aha, aha, aha. So, genau, da war ja Greenfels. Mittelhain gibt es aber allerdings noch einen Gewinnspieler. Es ist nur die Frage, wo der ist. Ist hier irgendwas? Nee. Wer soll denn das sein? Also an sich ist er nur ein Kaufmann. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Nicht meine Schuld, dass er unter den Wirten begraben wurde. Wo wir ja natürlich hier dazu aussehen, Schmied da wäre, ne? Von dem ganzen Zeug. Warten wir einfach mal kurz. Ja. Da ist er. Der Rüstungsschmied. Du kannst nichts. Also kannst du mich hier gucken. Hat er zufällig auch irgendwas an Karten? Nein, hat er nicht. Alles klar. So. Machen wir das hier, um mal ein bisschen mehr zu Geld zu kommen. Willst du nicht? Oh, wähle einen Anführer aus. Was? Aha, ich will ja auch nicht mit den spielen, sondern mit dem hier. Hä, geil. So. Ich beginne. Jetzt immer besser, wenn der Gegner beginnt. Einmal finde ich Hammer gut. Der hier fliegt auf jeden Fall raus. Der passt. Ja, der 5 aus Recht. Fernkampf. Moment, wir haben Fernkampf. Haben wir nur einen. Also kann man das eigentlich drin lassen. Nahkampf haben wir aber heute mehr, ne? Ja. Also fliegt das raus. So, schauen wir mal. Ich bin am Zug. Finde ich gut. Fangen wir direkt mit dem hier an. Oh, nice. Oh, das war jetzt hier was nochmal? Fernkampf, ne? Ja, alles klar.
Ja, mach ich die auch direkt. Die beiden Fernkämpfer. Ah, da ist es ja schon. Extrem dichter Nebel. Ja. Ja, der ist ja wohl schlau, ne? Ja, auch gleich den. Aber sind sie keine Fernkämpfer mehr. So, bitteschön. Alles klar. Passt. Ah, ich Depp. Ich hätte noch das hier machen müssen. Ah, shit. Kacke. Jetzt hätte natürlich mein Katapult und so weiter alles drum und dran weg, ne? Fuck. Gegner passt. Wat? Gott, nimm mal den. Geralt und Freunde, sehr schön. Nächste Erde aus der Quint Trophy, die mir noch gefehlt hat. So, ich bin wieder im Zug. Gut, ich finde das jetzt natürlich für den Arsch. Von dem her könnte ich jetzt fast wetten, dass er gewinnt. Passt. Budget. Reinfahren. Ja, und ich habe jetzt natürlich nur zwei Fernkämpfer, ne? Ach, das ist dämlich. Fuck. So, 6, ich komme höchstens noch auf 7. Ne, da habe ich verloren. Shit. Du kannst nicht sich. So, nochmal. Schon besser, schon besser. Was haben wir denn jetzt hier? Der ist auf jeden Fall schon mal weg, brauche ich nicht. Ja, machen wir einfach so. Ja, perfekt. Das ist gut. Von jedem alles querbeet da. So, bitteschön. Schön die Karten rausspielen lassen. So, was haben wir jetzt hier? Das war jetzt nochmal Fernkampf, Nahkampf. So. Flatsch. Aha, aha. So. Machen wir mal die. Ah ja, passt jetzt. Er hat noch 6, ich hätte 8. Ja, komm, dann machen wir es jetzt so. Die hole ich wieder. Ja. Und. Ja, doch, mach ich auch das. So. Jetzt mal gespannt. Aha. Gleich wie vorher auch. So, warte mal, das war jetzt wieder was immer für ein Kampf. Nee. Gut, was soll's, dann mach ich jetzt einfach die hier. Passen bitte. Gut. Nächste Runde, die entscheidende wieder. Eine Zweier-Nahkampf. Die ist natürlich gut. So, fangen wir ganz locker flockig mit der hier an. Dann machen wir auch gleich die. Ja, die Finte ist natürlich nach wie vor noch im Arsch. Ah, nein, die hatte ich doch vorher den. Oh, ich glaube, dass ich sie mal vergessen, ne? Hätte es natürlich gleich mitholen können, den Level 1er Nahkämpfer. Na, egal. So, dieser Joker, den machen wir zum Schluss. Der hier bringt eh nichts, vor dem her kommt er gleich. Gut, der bringt ihm auch nichts.
Ja, das durfte ich jetzt aber gewinnen. So, 22 zu 12. Ja, kann ich den auch gleich erlösen, ne? Sind wir ehrlich so. Ja, zack, endlich. Gewonnen, genau. So, was haben wir jetzt? Kairan. Airan, die auch schon länger nicht mehr. So, Kairan ist was? Nee. Nee. Was ist ein Kairan? Ach, der hier. Lol. Nice. Und sehr hier Dingensbums. So eine Heldenkarte. Kairan. So, ganz klar Monster. Da hatten wir, glaube ich, bisher nur den Ghoul. Soweit ich das weiß. Ja. So, Kairan, genau. So, kann man den auch abhaken. Sehr schön. Gibt es auch komplett in der ganzen Spielwelt nur ein einziges Mal. Und da ich den jetzt habe, passt das. Nee. So, perfekt. Dann sind wir eigentlich hier. So, jetzt fast fertig. Du kannst nicht sicher. Sie haben mal gerade noch das hier. Ich möchte. So, und jetzt dann noch, nein, naja, das ganze Scheiße hier verkaufen. Schlechter, schlechter, schlechter. Ich brauche ja Geld hier, ne? So, 139 haben wir wieder, passt. Jawohl. Bis dann. Jede weitere Partie in Quint wird natürlich so an sich nichts bringen, weil, außer Geld, ne? Das würde ich bekommen, aber sonst nichts. Und, oh fuck. Ich hätte, glaube ich, mal öfters auf die Zeit gucken sollen. Gut, dann mache ich natürlich an dieser Stelle nochmal ein Päuschen. Sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's hier zu der Kira Metz und da nochmal ein paar weitere Sammelkarten einsammeln mit denen ihre Quests. Und bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Servus und ciao.